Hallo und herzlich willkommen. Ich bin da. Hurra! Wer ist noch da? Hallo? 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 Hallöchen? Na? Bitte lade doch das Spiel, bitte lade doch. Ist mein Kopfhörer noch an überhaupt? Ne, der war an. Scheiße, jetzt habe ich ihn ausgemacht. Hurra! So, wir sind mal wieder bei Anno, The Old World. Wir gehen da drauf. Habe ich es angemacht? Ja, jetzt habe ich ihn angemacht, okay. Alles klar, Alter, alles klar. So, im Gegensatz zu gestern habe ich noch mal ein bisschen weiter gespielt. Habe hier noch eine zweite Insel besiedelt, beziehungsweise hier ist es ja noch unsere Hauptinsel. Und die habe ich jetzt einfach mal besiedelt, beziehungsweise weitergebaut. Ich habe ja erst hier diese Stadt gebaut. Dann habe ich diese Stadt gebaut und jetzt habe ich sogar noch hier eine Stadt gebaut, also so ein Ortsteil sozusagen. Das gleiche habe ich gemacht hier, da habe ich gebaut, weil hier kriege ich nämlich Hopfen. Hopfen. Was haben wir denn hier? Okay, das ist voll leise. Das ist so leise gestellt? Alter. Music Volume brauchen wir nicht. F. Okay. Applü. Weiter geht's. So. Look at you, back on dry land. Ach, deswegen war er so leise, weil ich so weit hoch gewesen bin. Sagt das doch einer. Na hopsasa, na hopsasa. Ja, ist ja gut. Schnauz mich doch nicht so an, du. Nein. Hier fehlt was. Hier fehlt voll was, Mann. Flowers for the lady. Alles gut. Your vessel shall be subject to an inspection. Ja, du mich auch. Alles klar, so, wir machen es ja ein bisschen schneller, dass wir wieder ein bisschen schneller zu Gate kommen. So, hier ist Eingang. Ich habe auch schon eine Schiffswerft gebaut. Habe mir auch noch zwei Schiffe gebaut. Ja, okay. Zwei Schiffe gebaut. Eins eiert hier so ein bisschen rum. Und erkundet die Welt. Was haben wir hier unten? Hallo! Wo bin ich denn hier? Wo ist das eigentlich? Edelchips, on panel, all chips. Lol, wo ist mein anderes Schiff? Da. Auf einer Expedition. Sickening. So, Parasiten. Hope the problem goes away. Nein, das machen wir nicht. Wir brauchen Medizin. Passt. Oh, wie. Disagree. Madam Bloodletting gives our patients. Was? Nur eine 50-50 Chance? Oha, das ist natürlich doof. Sowohl als auch, ne? Völlig egal. Wir nehmen die Latest. Okay. Alles klar. It'll be a breeze. Okay, dann sollen die sich einsaufen. It'll be a breeze. Passt. These fabled lands exist after all.
Alles gut. Rescue Mission. Hat er geschafft? Der hat noch Clay. Nehmen wir den so lange, ne? No better end in sight. Ja, passt schon. Passt schon, passt schon. So, Expedition gestartet. Ah, ja. Alles gut. Alles gut auf dem Hut. Okay. Game saved. Game saved. Erst einmal geil. Game saved. It's not raining unless it makes your head bleed. Nee, alles gut. Eine Imala hat schon 3 Monate in Folge geprimsabt. Dankeschön, Imala. Dankeschön für den Sub, für den Prime-Sub. Voll gut, ey. Vielen lieben Dank. Kann es sein, dass mein Chat irgendwie nicht funktioniert? Ich lade den Chat nochmal neu. Neu laden. Weil irgendwie sehe ich hier kein Schreiben. Oder hat noch keiner geschrieben? Das ist immer ganz merkwürdig. Weiß nicht warum. Irgendwas passt mit Hasi nicht. So. Ah. Und da steht noch bevor Super Bowl. Okay. Macht nix. Wir sind ja eigentlich auch vor Super Bowl. Eigentlich sind wir ja auch vor Super Bowl. So, dann wollen wir mal ganz kurz ins Dashboard gehen. Montag Abend Chill Stream. So nennen wir es einfach mal, ne? Ja, doch, so machen wir es einfach. Aktualisieren. Ganz einfach. Juhu. Besser, ne? So, die Frage ist, haben sie es doch abgeschalten oder nicht? Eigentlich sollten sie ja nicht abgeschalten haben. Wo ist denn hier meine Burg? Hallo? Create a route. Ach, lol, hier kann man Diplomatik, Construction Menu, Ship Menu. Jetzt weiß ich ja noch nicht. Hä? Vault Map. Da gehen wir hin, in unsere Welt. Sehr schön. So, dann gehen wir jetzt wieder zurück nach Hause, weil ich würde schon gerne vielleicht auch nochmal die Karte komplett erkunden. Just say the word. Und einfach nochmal nachschauen. Hey. Awaiting new horizons. So, dann brauchen wir nochmal ein bisschen... wo bist du denn? Da. Hopfen. Ein Hopfentropfen. So, noch irgendwas? Was können wir denn noch mitnehmen hier? Hopfen, Eisen brauchen wir nicht. Doch, das hier, das brauchen wir noch. Das nehmen wir noch mit. Und das war's eigentlich schon, ne? Okay. Ich weiß, man kann es auch automatisieren. Route plotted. Aber nee, das mache ich nicht. Kann ja jeder. Fährst du oder fährst du nicht? Doch, fährt. Ich dachte eben schon, ey. Ohne Witz, ich dachte eben schon. So, was wollt ihr denn jetzt hier noch haben? Mine is a life half lived.
Bier wird gebraut. Rum. Da ist Rum. Ach so, da bin ich jetzt hier an Sugarcanes. Untold perils await us. Oh, geil. Be not afeard of splinters. Opera in the jungle. It's too narrow and shallow this fair opera. Okay. Once the steerman is caught into the great patron of the... Alter, wieder so ein Patron. Game save. Ja, du mich auch. Wir bauen mal eine Brücke. Mal sehen. Someone once told me they didn't like my work. I threw myself in a nettle patch. Alter. Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass das hier funktioniert. Nothing to fear. Sauft euch ein. Fühlt euch gut. Winds in our sails. Passt schon. Alles gut. Alles gut, alles gut. Apropos Super Bowl, habt ihr den Super Bowl gestern übrigens gesehen? Heute Nacht? Ich fand ihn langweilig. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich fand ihn echt langweilig. Ich bin dann auch zum dritten Viertel ins Bett gegangen, tatsächlich. Also, war echt lame. Ich habe schon bessere gesehen. Oh nö, ich sag nicht, dass das Iron hier full ist. Hätten sie dann die Güte, mal ein bisschen Eisen zu produzieren? Was geht denn hier ab, Alter? Tickst du noch ganz richtig, oder was? Voll die Kirchenglocke hier, wa? Alter, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, pass mal auf, dann gehen wir nochmal hier auf die Eisenproduktion. Schade, da können wir es nicht hinsetzen. Hau raus, Alter. Okay, so, ich glaube, jetzt haben wir zumindest einen Anschluss geschafft, ne? Nicht verkehrt. Wir brauchen Kohle und wir brauchen Iron, aber wir sollten eigentlich von beidem genug haben. Eigentlich. Ja, hier voll, Alter. Voll bis unter das Dach. Alter. Sagt die Feuerwehr, wir sagen, glaube ich, nochmal ja zur neuen Feuerwehr. Es macht, glaube ich... Fetid festering filth. Es macht, glaube ich, Sinn. Es macht, glaube ich, Sinn, hier nochmal eine neue Feuerwehr hinzusetzen. Gerade Industriegebiete, habe ich festgestellt, ist super wichtig und super interessant, hier neue oder viele Feuerwehren aufzubauen. Weil du siehst, hier ist der Anzeiger. Siehst, hier ist der Anzeiger für die Feuergefahr. So, was haben wir denn jetzt? Oh. The Predator. Wollen wir was handeln? Lay a trap. Los, komm, lass uns mal eine Falle legen. Mal sehen. Winds in our sails. Haben wir es jetzt gefangen oder nicht? High spirits. Oh. Okay.
So, Feuergefahr ist jetzt deutlich gesunken wieder. Also von da, beziehungsweise die... Doch, Gefahr. Die ist halt wieder deutlich gesunken. Aber immer noch zu hoch, tatsächlich. Immer noch zu hoch. Also man kann in der Industrie wohl nicht genug Feuerwehrleute haben. Na gut, okay. Es sieht so geil aus, ohne Witz. Es sieht einfach nur geil aus. Ich find's cool. You're tying the knot. Never. Vor allem die Grafik, die ist mal so richtig geil. Game save. Ja, ja, alles klar. Please don't leave your crate unattended, sir. Aha. The New World. Ah, okay, alles klar. Wir haben also zwei Welten jetzt. Das, schön, dass ich das auch mal merke, dass ich jetzt zwei Welten habe. Was ist das? Rescue Mission. Guten Nacht, Kind. Schlaf gut. Hui. Okay, das heißt, Eisen sollten wir jetzt ja mittlerweile auch mal ein bisschen... Immer noch... Es geht immer noch runter? Alter. Warum, Mann? Warum das denn? So, was haben wir hier? Hier sind wir auch noch im Plus. Das ist schon mal gut. Es hat gebrannt. No harm in a bit of fun, a bit of filth. Keeps the oil lit when works wane your wick. Das ist aber sehr uncool, dass der Schnaps nicht generiert wird hier. Wie viel Schnaps haben wir denn hier? Ach, 52 tatsächlich. Schnaps ist immer wichtig, ohne Witz. Gerade bei solchen Spielen, die schreien immer nach Schnaps, die Spacken. Don't even mind the neighbors. Ist wirklich so. Warte, was? Ich mache jetzt hier einfach mal. Ich schreibe mir mal meinen Chip. Auf der anderen Seite. Charcoal Kiln haben wir. Coal Mine. Weaponry. Yes. Get some rest. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur eine Verbindung zu bauen. Sehr nice. Sehr nice. Können wir das auch verschieben? Oh, was? Wie geil! So, was brauchst du jetzt? Du brauchst einfach nur Material, ne? Ach, wie geil! Ja, dann holen wir ab, ne? Dann bauen wir uns schönen Waffen. Können wir ja auch schon zwei bauen, ne? Würde ich ja mal so sagen. Wir machen das einfach mal. A competitor's island is in the sea. Der kann sogar noch weiter. Sehr geil. Was haben wir hier? Limestone. Zink. Kohle. Eisen, Zink. Das ist Clay. Und dann sind wir schon wieder am Ende angelangt. Okay. Dong.
Horrormucke in der Küche. Hier ist richtig was los, ne? Ist ja nicht nur, dass die so statisch und so blöd rumrennen. Hier ist richtig was los. Wie cool. Fetid, festering filth. Na gut, jedem das seine, mir das meiste, ne, würde ich mal so sagen. Aber ich frage mich, wo kriege ich denn Sugarcane her? Weiß das einer, wo ich Zuckerrohr kriege? Ja, ja. Weiß das einer, wo ich das herkriege? So, was geht mit dir? Wild things pursue us. Sucht weiter! Had to go to press. Pferdchen, Pferdchen, lauf Galopp. Ein bisschen viel, wa? Wollen wir nicht mehr zahlen als nötig, ne? Confirm. Ah, lol. Okay. Kriegen wir da vielleicht alles raus? Warte mal. Haben wir vielleicht Glück und kriegen alles mit? Ah, the time we pitch pulled in hard wind. There's little left to fear once your longboat goes end over end. Alter. Ah. Bisschen... Na, scheiße, ne? Alkohol geht immer, ohne Witz. Alkohol geht echt immer. Lull. Was geht denn jetzt mit dem schief? Hallo? Also irgendwas passt da nicht, muss ich echt sagen. Warte mal, was können wir denn hier noch? Alter, will man ganzen Alkohol haben? Alter. Was? Wie, und jetzt? Ach Leute, weil ich keinen... Ach was... Och nee. warte mal. Nehme ich doch ein bisschen Eisen mit weg. Warte mal, lass uns das mal so gucken. Mal sehen, ob wir das hoch, ob wir das so hinbekommen. Okay, trotzdem fehlt mir ein Slot. Mäh. Wo ist? Warum habe ich hier keinen Confirm? Wegen den Pferden geht das nicht, oder was? What's on land is for landfolk. What's at sea is my business. Wieso kann ich den hier nicht confirmen? Aber verschenken will ich ihm auch nichts. Das ist ja doof. Aufgeben ist nicht.
Mal sehen, was sie jetzt sagen. Okay, und? Nichts verloren, nichts gewonnen? Doch. I suppose she'll do. Oh, oh. Das kommt nicht gut. I suppose she'll do. Das kommt irgendwie nicht gut. Das ist nicht gesund. Game saved. Wo kriege ich denn bitte Sugarcane her? Kann mir das mal einer verraten? Merkwürdig, merkwürdig. Medium Arbor. Repair Crane. Ah, lol, okay. Schade auch. Schade auch, schade auch. Ey, verdammt. Oh Mann, ey. Yannick, danke für dein Prime Sub. Vor 20 Minuten ist ein neues Battle Royale vorgestellt worden. Von den Machern von Titanfall und es ist jetzt schon spielbar. Weiß er nicht, ob du das testen willst oder lieber Anno spielst. Wollte ich dich nur wissen lassen. Wie heißt denn das Spiel? Success at sea is not easily won. I knew this crew wouldn't let you down. Oh, Zigarren. Nicht der Schlechte. Nicht der Schlechte. Apex Legends ist auf Origin. Ja, Anno ist nur noch heute. Das ist ja verlängert worden bis heute Nacht. Dann mache ich noch Anno und dann können wir da ja mal gucken später mal. Okay? Weil ich würde schon gerne noch wissen, wie kommt man an Zuckerrohr? Weißt du das? Weißt du, Janik, weißt du zufällig, wie man an Zuckerrohr kommt? Weil ich habe hier keinen Sugarcane. Ich kann hier nichts bauen. Oh geil, hier ist Blaulicht. Hier ist voll Blaulicht. Ach so, ist ein Rettungswagen. Dachte, hier wäre jetzt Polizei, so voll Action. Voll das Riesenaufgebot, aber nein. Nee, dann kann ich es einfach nicht bauen, weil meine Insel kein Zuckerrohr kann? Das glaube ich nicht, Tim. Aber noch, wir fahren mal hier lang, komm mal her. Wir suchen uns mal neue Inseln. Ey, ohne Witz? Fährt hier einfach nur so ein blöder Krankenwagen lang? Oder was ist das eigentlich für ein Ding hier? Kandizuckerrohr? Nee. Kann der nicht. Steersman? Habe ich nicht gesagt, dass du hierher fahren sollst? Ready for a challenge. Ready for a challenge. Unfurl the sail. Ja, kann ja sein, dass Zuckerrohr vielleicht in der Beta noch nicht freigeschalten ist. Kann auch sein, dass es nur ertradet werden kann. Root plotted. Weil normalerweise kannst du es doch eigentlich machen, also auswählen. Aber es passiert dann nicht. Take the rudder. Deswegen, das ist ja die große Frage. Route plotted. On our way.
Ich gehe jetzt zumindest mal die Karte erkunden. Voll dem Karte. Steersman. A new island. Protato, aber Protato will ich nicht. Komm her. Take the rudder. Game save. Steersman. Meinst du bei dem Dingskirchens? Das war's, mehr ist da nicht. Unlock Condition, warte mal. Journal Lorios, was ist das? Was sind Journal Lorios? Sind das Anwohner oder was? Aber ich kann doch hier nicht auch welche freischalten. Das geht doch nicht. Weil die wollen ja erst Stoff haben. Fetid festering filth. Ach, da oben. Requires Fertility. Warte mal, dann brauchen wir gar nicht so weit zu fahren. Warte mal, Fertility, habe ich die nicht hier auf der Insel schon? Zufällig? Potato Fertility, nein. Was haben wir hier für einen Scheiß? Warte mal. Wenigstens einer, der mitliest, ehrlich. So, das ist doch Fertility, Grape Fertility. Ist das nicht sowas hier? Pepper Fertility, Grape Fertility. Was für ein Fertility? Das ist jetzt die große Frage. Ja, aber was für eine Fruchtbarkeit? Das ist ja logisch, dass es Fruchtbarkeit ist, aber was für eine, Mann? Ready for a challenge. On our way. Hä? On our way. Ja, ach nee, aber ich hab's noch nicht gefunden. Also es ist... Vielleicht ist es auch einfach nur zu selten. Wenn der für eine Insel. Die kenne ich ja noch gar nicht, die Insel. You have waited snowdrifts to come here. Incense burns in my brazier for your arrival. Look at you. A new commission? Dein Internet spinnt ein bisschen. Das hatten wir auch gehabt, die Tage. Da war einfach so, Internet hat gesagt, nee, ich will nicht. Unfurl the sail. Absolut nicht. Bist du zu Hause, Imala? Oder bist du unterwegs? Take the rudder. Ah, lol, das könnte aber auch an mir liegen. Aber warum auch immer, ich habe hier gerade voll die Paketverluste. Take the rudder. Warum? Tell me you are moral.
and not yet another crook-fingered wretch. On our way! Game saved. Wie ist denn der Stream? Ist der noch gut? Läuft der noch? Oder eher weniger? None of that pity, just the laying down of arms. Läuft der Stream noch? Weil ich habe ja irgendwie komische, merkwürdige Zeichen. Route plotted. Oh lol, hier ist ein Leuchtturm. Krass. On our way. Irgendwie ist das hier komisch. A check copy? So, was hast du denn? Du brauchst rum, du suchst Kleidung. Okay, alles klar. Das habe ich nicht. Da kann ich dann wieder gehen. Good and ready. Alles klar, Mann. Steersman. Geht's hier weiter? Weiter, weiter. Dann haben wir die Karte zumindest bald mal aufgepackt. Jetzt sind weniger, ja? Hast du gespielt oder hast du selber was gemacht? Bald gleich. Route plotted. Aha. So. Ne, sag mal, was hast du denn gemacht? Echt? Nur wegen Download? Was ist denn das für ein Scheiß, ey? Da hast du schon so eine große Leitung und dann kannst du trotzdem nichts zusammen machen? Voll nervig. Voll mega nervig. Das muss man ja mal so sagen. Hallo. Unfurl the sail. Aber irgendwie hat hier keiner Sugarcane drauf. Warum? On our way. It's out of my hands now. Take the rudder. Perhaps this island is as yet unclaimed. My bannermen tread new soil, benevolent one. Unfurl the sail. So, jetzt zeig mal her, was hast du denn hier in deinem Konto drin? Vielleicht ist das ja auch nur so ein Tauschding. Kann ja auch sein, dass das erst so ein spezielles Tauschding ist. What a jolly, jolly surprise. Kohle. Ha! Guck mal.
All in Her Majesty's name. More flexible than you imagined. Jawohl. Ich nehme das mal mit. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich nehme es mal mit. Kann ja vielleicht nur gut sein, ne? A new commission? Sir Archibald gives his thanks. Hallo Schiff, wo bleibst du? Schiff. Unfurl the sail. Schiff. Schiff, 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 Schiff. Komm, ach. Was ist ihm los? Segelflaute hier oder was? Dann fahr doch da mal hin. Wäre natürlich doof, wenn das nur in so einer anderen Welt noch ist, ne? In der neuen Welt. Das wäre natürlich schon tatsächlich doof. In der Tat. So, Schiffchen, dann komm, müsstest jetzt langsam mal hier sein. Da unten kommt er eingeschippert. Wo ist er hier? Danne, Manne, schauen. Mal sehen, was er so sagt. Oh, und schon wieder sind wir hier im roten Bereich. Hallo. Ist ja ein komisches Spiel, was da so viel Dateien braucht, so viel Saft braucht. Aber ist schon krass, ne? Ist echt schon krass, warum damit so viel. Einfach nur mit dem Download so viel Scheiße baut, das verstehe ich natürlich nicht. Paint slowly weeps from the face of trust. Zack, Schiff gerammt. Oh, kaputt gegangen. I comb and brood the livelong day. A fire broke out. A fire broke out. Wo denn? Ach, hier, lol. Hallo, Feuerwehr. Up with the lark this morning, I was. Puste doch mal einer aus hier, los. Sieht ja schon geil aus, ne? That fish pot, he smells gurtlos. Oh, Leute, wie die hier stehen. Hilfe, Hilfe, Feuer, Feuer, Hilfe, Hilfe. Wie cool. Ja, das sind Lollig und Muttig. The fire has been vanquished. Oh. Sehr schön. Und jetzt gehen die wieder rein? Nee, die bleiben da stehen. Okay. Lollig und Bollig. Wie geil. Hier ist vorbei, ihr könnt gehen, ihr müsst wieder arbeiten. Ha. Huh. You have waited snowdrifts to come here. Nein, ich brauche davon nichts. Tatsächlich. I'm so sorry, aber ich brauche davon nichts. I drop my weaving like Mulan and take saddle to this black mountain of business. I can only fail. Sieht ja schon irgendwo geil aus, ne?
Jump to location. Awaiting new horizons. Steersman? Steersman? Game saved. Oh, was geht da los? Ach, hier ist eine Burg. Lol. Aha. Ship under attack. Wo? Unfurl the sail. Warum? Was habt ihr getan? Arschloch. Ich hab doch nichts gemacht. On our way. Werde ich einfach angeschossen, wa? Spacken nie. Einfach so. Ich weiß, dass hier unten, dass da, kann man das sehen? Dass da eine Pirateninsel ist, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass die nicht freundlich sind. Die sind nicht gut gesotten. Nee, nee. Oh, hallo. Wer bist denn du? Eine unbesiedelte Insel, eine jungfräuliche Insel. Hier noch. Krass. Unfurl the sail. Okay, also hier drin ist es mit Sicherheit nicht. Okay, pass auf, dann eiern wir nach Hause. Das heißt, wir können ja auch hier rüber fliegen, fahren. Komm mal her. Wo bist du? Da. Unfurl the sail. Und dann gehen wir mal gucken in der Other World. Aber hier habe ich kein Schiff. Wo kann ich denn hier? Was war hier los? Warum ist hier kein Schiff? Merkwürdig. Hier ist kein Schiff. Verdammt. Ja, vielleicht haben sie es auch rausgenommen, dass sie es genervt haben. Schon wieder? Dass sie es vielleicht genervt haben. Wo denn? Ach was! Wie lame ist das denn? Ach, weil er bei den Piraten vorbeifährt. Ach, so ein Nappen. Na okay. This is the eye of the devil's storm to come. Seductive charts bury my desk. Ja, Piraten kann ich noch nicht machen. Ich brauche erst Waffen. Deswegen, ich muss mein Schiff muss ich erst, oder ich brauche erst ein Schiff, was brauchbar ist. Auch gut. Warte mal, haben wir jetzt hier nicht so ein cooles Kriegsschiff, was wir machen können? Ship of the Line. Dreimaster-Schiff, Militär, with a medium-sized cargo hold, armed with the side cannons. Das haben wir alles, ne? Ja, wir bauen das Ding mal. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir da vielleicht die Piraten mitjagen können. Das wäre natürlich schon cool, ey. Wollen wir mal schauen, ob das geht. Weil Waffen sollten wir jetzt ja auch so einigermaßen haben.
Well, if you don't want it, you should share it. Ja, na klar. You are generous with your islands. Ja, natürlich. Du mich auch. Komm her. Game save. Können wir zumindest ein bisschen was abgeben hier. Warte mal, haben wir hier nicht von irgendetwas wirklich genug? Mal Fenster können wir verkaufen. Glas können wir verkaufen. Noch irgendwas? Futterdosen? Nein, Futterdosen machen wir auch nicht. Oh, Hopfen wird leer. Okay. Ein paar Schweine weg hier. Ach, halt Quatsch da. Ein paar Schweine. Mhm. So. Passt. So, dann komm mal her. Wie lange brauchst du noch? Du bist auch gleich da, ne? Mal Hopfen müssen wir jetzt ja nun genug haben hier, oder? Alter, guck dir das an, 114 Hopfen. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Bitte, bitte. You don't always need to run a tight ship. Eine gute Tag. Stifler, alte Säge, was macht die Kunst? Was macht das Gehänge? Alles fit oder was? Dass du noch lebst. Musst du nicht schlafen? Oder hast du frei morgen früh? Oder hast du einen neuen Job? Just say the word. Good and ready. Ah, deine neue Job. Hat die Man eine neue Job? So einer bist du also. Okay. Sei dir gegönnt. Klar. Ja, sicher. Leihkoch. Das heißt, du tingelst immer zwischen Kneipe A und Kneipe B sozusagen. Lokal, Restaurant. Restaurante oder was? Ach, die Frau Christina streamt auch. So eine ist das also. Aha, was streamt die denn? Lass mich raten, Minecraft. One final look. So, Schiffi, was ist? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Hast ja auch lange für gebraucht. Nein, also wir haben auch schon Ewigkeiten keinen Kontakt mehr gehabt. Aber schön, freut mich. Freut mich, dass das so funktioniert hat, wie es dir vorgestellt hast. Finde ich gut, hast ja damals schon von gesprochen. Ja, nix, das ist es ja. Was zockt sie denn noch so aus als Sims? Nix. Ceasefire has ended. Ja, ja, so ist das. Alter, wie lange braucht das Schiff denn? Hast du eine Pinkelpause eingelegt oder was, ey? Was sind denn diese... Hä? Was zeigen diese Pfeile an?
Muss ich da hin oder was zeigen die Pfeile an? Ei. Steersman? Lass mal gucken. Ich weiß nicht, was die Pfeile sagen. Game save. Das läuft ja bei dir, wa? Unfurl the sail. Die Richtung. Was sagt er denn da in der Richtung? Muss ich hier hin oder was? Steersman? Oder muss ich noch weiter? Ja, na klar habe ich ein Minecraft-Projekt laufen. Natürlich habe ich ein Minecraft-Projekt laufen. Natürlich, natürlich. Catherine 9 läuft zurzeit. Also ich selber nicht. Ich mache auch nur mit. Aber jeden Monat neu, ne? I wouldn't worry. Most only look at the pictures. Er sagt hier echt noch weiter? Route plotted. Unfurl the sail. On our way. Wohin denn? Steersman? Steersman? Ah, okay. Also weiter geht nicht, oder was? On our way. Warum? Ship constructed. Ship constructed. Okay, kann ich hier nicht irgendwie noch ein Stück weiter in die Welt oder was? Create the route. Route 66. Aber wenn ich hier stehe, kann ich denn dann nicht hier irgendein Schiff übernehmen? Nee, wahrscheinlich nicht. Weil das würde ich ja schon gerne mal machen. Ich würde ja schon gerne. Warte, wenn ich dich nehme. Geht nicht. Scheiße. Wieso kann ich das nicht mit in die andere Welt nehmen, ey? Das verstehe ich nicht so. Das geht nicht. A new commission? Take the rudder. Das geht nicht. Achso. Ready for a challenge. Die Challenge ist, pack dich aus, du Maus. Mach dich nackig. So, pass mal auf. We can hope for fair winds, nothing more. On course. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir brauchen noch. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Steinträger. Haben wir keine mehr? Hallo? Stahlträger haben wir auch. Was brauchen wir noch? Brauchen wir noch Waffen? Jump to ship. Item Socket. Okay, Waffen hat er wahrscheinlich dann on board, gehe ich von, an Bord, gehe ich von aus. Start the expedition. Dann hante mal die Alte. Ist er eine Warschippe? Ist schon ein fettes Gerät, ne? Muss ich immer so sagen. Alter Braten, ey. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Bau mal ein neues. Someone once told me they didn't like my work.
I threw myself in a nettle patch. Du bist doch ein Weichei, ne? Good and ready. Die Hauptsache ist, es hat geschmeckt. Egal wie viel du kotzt, Hauptsache es hat geschmeckt. Steersman. Muss man echt mal so sagen, ne? Game saved. Pirate Hunt. Da ist auf jeden Fall bei. Ja, okay. Wir lassen uns überraschen. Ob und wo er was findet. Nicht schlecht. Ja, also so wie es aussieht, kommen wir wohl nicht weiter, weil... Wieso habe ich hier Minus? Hallo? Mein brennt? Brennt es? Hä? Oder wegen dem Schiffsbau. Das wäre jetzt aber echt fatal, Alter. Das kann's doch nicht sein. Nicht wegen dem Schiffsbau. Hallo? Oder hat das irgendwo gebrannt? So, da ist alles voll, da wird nichts abtransportiert. Steven, wie ist es neulich? Ne, gebrannt hat es auch nicht. Ah, okay, jetzt kriegen wir wieder Plus. Lol. Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ist mir wirklich zu hoch. Obwohl man da nicht viel machen kann, aber es ist mir echt einfach zu hoch. Dann hast du mal wieder Minus und irgendwann bist du wieder fett im Plus. Fresh this morning by yours truly. Jo, alles klar. Also ich verstehe es nicht. Get some rest. Long voyage. Ready for a challenge. Never sample, sir. Ich habe echt keine Ahnung. Hallo Janelle, schönen guten Abend. Don't come with doubts. Too many lie out there. On course. Genau das Falsche ausgesucht. Verdammt! Egal. Wir haben ja noch eins, ne? Ready for a challenge. Können wir vielleicht ausladen jetzt? Geil. Stackst du auch? Oh, geil, der stackt. Juhu! So. dann kannst du nämlich hier einmal rüberfahren. Route plotted. Und trade mal, bitte. Sehr schön. So good to see you, Uncle. So ist das. Oh, Mann, ey. So ist das. Janelle, wie geht's dir denn? Oder euch im Endeffekt? Die kleine Queke im Bett? Und endlich ein bisschen Feierabend? To the edge of the world. Ich hatte gestern Musik bei gehabt. Ich habe den Part von gestern habe ich auch auf YouTube hochgeladen. Der kommt morgen. Und da ist ein Lied bei gewesen. Da hat YouTube gleich gesagt, nee, Copyright, Content-Filter, mimimi. Voll blöd. Ich meine, es läuft zwar, aber man kann es halt nicht monetarisieren. Aber es läuft. Deswegen, das ist immer so echt komisch. Soll man wirklich Musik machen? Mit draufknallen oder nicht? Soll man es machen? Soll ich es wirklich machen? Oder lass ich es lieber sein? Ne? Sowas halt. Oder, ja, keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht.
Ich weiß es doch nicht, ey. Nein! Einmal falsch geklickt. Just say the word. Und schon alles weg. Just say the word. Go. Oh, Fremdelphase. Na, solange wir nicht vor dir fremdelt, ist alles gut. Der Rest ist okay. Ja, bin ein bisschen kaputt. Ich glaube, ich gehe auch gleich ins Bett, weil gestern Abend war ja Super Bowl. Da haben wir ein bisschen Super Bowl geguckt. Da ist meine Älteste gekommen mit ihrem Freund und mein Bengel, der war auch mit dabei. Dann haben wir Super Bowl geguckt, aber es war echt langweilig. Ich bin also nach der Halbzeitshow im dritten Viertel bin ich ins Bett gegangen, habe das dritte Viertel noch aus dem Bett angeguckt und dann bin ich auch eingepennt. Weil es war echt lame. Es war wirklich mega, mega lame. Those beyond the grave speak ill of you. Naja, und heute hatte ich Urlaub. Natürlich, klar. Oh, Christina, danke für das Hosting. Dankeschön. Und hallo an alle Zuschauer von Christina. Ja, war öde. Also muss ich echt sagen, selbst die Halbzeitshow beim Super Bowl war echt Quark. Muss ich wirklich sagen. Also ich habe schon normale Footballspiele gesehen, die waren erheblich besser als ein Finale, als dieses Finale gestern. Muss ich ja wirklich sagen. Party, 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 die Christine. Chrissy, alte Maus, wie geht's dir denn? Ready for a challenge. Ne, wie gesagt, also selbst die Halbzeitshow, die war echt lahm, richtig lahm. Ja, kaputt, müde, ausgelutscht und so weiter. Weil ich habe gestern Super Bowl geguckt. Ich erzähle gerade vom lustigen Super Bowl gestern. Also das Beste am Super Bowl war in der Tat den Whisky, den ich getrunken habe. Und meine Kiddies, die haben... New Orders? Meine Kiddies haben Chicken Wings gemacht und Wedges. Und das war nicht das Geilste am ganzen Abend. Maroon 5 war das, genau. Maroon 5 war, wie der Name auch schon sagt, der fünfte in der Auswahlliste. Ne, weiß ich, dritte oder vierte Wahl waren die gewesen. War nicht erste Wahl. Die Leute, die als erste Wahl dagestanden haben zur Halbzeitshow, die haben alle abgesagt. Aufgrund von aktuellen Problemen. die da drüben in Amerika herrschen. Und muss ich ganz ehrlich sagen, also es war wirklich lame. Es war echt einfach nur lame. Also ich kann es nicht verstehen, warum man einen Super Bowl, was ein Endspiel ist, so verhunzen kann. Ey, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Also ich kann es echt nicht verstehen. More than ready. More than ready. Yeah. More than ready. Ja, schade, dass die Beta heute Nacht schon aufhört hier, ey. Ich hätte morgen gern noch weitergemacht. Hätte vielleicht auch ein richtiges Let's Play davon angefangen. Tatsächlich. Das hätte ich echt gerne gemacht. Aber... Nee. All ships. Ha, wo sind meine Schiffe überhaupt? Alle weg. Meine Schiffe sind nicht mehr da. Sehe ich jetzt vielleicht einen in einer anderen Welt? Vielleicht. All hands up ready. Ah, lol. Da ist er. Och, die Seuche wieder. Leute, oh, fresst doch einfach mal etwas, was euch nicht wehtut. Mann, 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 Mann. Und es macht es nicht leichter, wenn das ganze Spiel auf Englisch ist. Ja, wenn schon, denn schon. Einer für alle, alle für einen.
Also geht's nicht. Da ist einer umgefallen, der hat die Augen zusammengekniffen und keine Ahnung. Jetzt war halt die große Frage, was machen wir mit ihm? Schmeißen wir über Bord? Wird er examiniert? Oder aber betreuen wir ihn in seiner Kabine? Und ich habe natürlich gesagt, einer für alle, alle für einen. Wir betreuen ihn. Ist gleich erstmal 30% Abzug. Wings in our sails. Penner. You are out of supplies. Nothing to fear. Continue. Seid nicht so eine Weicheier. Anthem habe ich nicht getestet. Nein, das habe ich nicht gemacht. Kam ich ehrlich gesagt auch gar nicht zu. Hatte ich A, nicht wirklich die Zeit und B, habe ich es noch nicht bekommen. Lull, geht denn hier schief? Och, Residenz mitten ins Wasser. Kann ich nicht bauen. Schade. Verdammt, hätte er klappen können, ne? I don't expect you'll show mercy. Ja, los. Call that a storm? Why, it was nothing at all. I'll put you on trial, but be ready for the noose. I'm confident it's ready to go. Aha, Patrouillenboote. Ja, weiß ich, aber die Sache ist, ich hatte am Wochenende tatsächlich nicht die Möglichkeit, das zu testen. Und zwar aus dem Grunde, ich hatte am Freitag frei, da war irgendwas gewesen. Ich war auf jeden Fall nicht da. Am Samstag musste ich mich ausruhen. Da war auch Fußball. Und am Sonntag gestern war ich eher so busy gewesen, sprich, da war Family da, Eltern und so weiter. Da wollte ich nicht sowas machen. Und abends war ja dann eben sowieso Super Bowl, da habe ich hier vorher noch dieses Spiel hier gestreamt. Kam mir nicht so. Kam mir echt nicht. War einfach ein ungünstiges Wochenende. War wirklich so. Leider Gottes, Gott sei Dank. Muss man ja auch so sagen. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Attention for the Admiral. Kriege ich das hin? All out attack. The ship will seek attack and perk. Oh, will seek attack and purse enemy targets until they leave the area. Okay, warte mal, wir lassen das mal. Wollen wir das machen? Nee, schlimm ist auch nicht. Also da stehe ich echt drüber. Oh, mein Bengel ist wieder am Gange. Sollte ich jetzt Pakete verlieren? Mein Bengel, der macht da irgendwelche lustigen Sachen. Ich weiß nur noch nicht, was. Das ist halt die Frage. Hier sind doch bestimmt Kanonen. Überall Kanonen, Kanonen, Kanonen. Target place. We have the devil to pay. Going to be a long voyage. Wild things. Oh, ein Kraken. Kill the monster. Nice. Wir nehmen sie mit. Okay. Put more skulls on the pile. Okay, das sah, glaube ich, nicht all so gut aus, ne? Quest details. Move one of your ships to the requested location you can find by clicking. Achso, okay. Stay out of the patrols. Radius out of. Achso, okay. All that attack you. The smaller and faster ship you use for this. It's out of my hands now. Ah, lol. Das heißt, ich sollte vielleicht kein Kriegsschiff nehmen. Sondern vielleicht ein neues Schiff bauen. Was halt klein und wendig ist, ne? Ist halt die Frage. Very fast one-masted military ship. Wir bauen das mal. Und dann mal schauen, ob wir damit vielleicht weiterkommen. Das wäre natürlich geil.
Muss ich ja mal so sagen. Muss ich ja mal so sagen. Also wenn das Spiel herauskommt und ich hoffe, dass Ubisoft mir da ein bisschen was von abgibt, dann werde ich da definitiv ein Let's Play von machen. Ansonsten muss ich mal schauen. Ein Let's Play wird hier von kommen, von Anno. Weil ich finde es tatsächlich recht cool. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, kann aber auch wirklich jetzt die Beta gewesen sein. Dass du von Anfang an schon an oder vor einer Insel gestanden hast. Also ich würde es besser finden, wenn du irgendwo mitten auf dem Wasser spawnst, so wie es der Urklassiker gewesen ist, wo du dann erst eine Insel erkunden musst, wo du dann sagst, okay, da gehe ich drauf, da habe ich Bock drauf. Genauso wie, dass die ganze Insel schon freigeschalten ist. Früher musstest du dir mit Marktplätzen immer neue Parts von der Insel freischalten. Und jetzt, ja, war halt einfach alles da, ne? Ich habe auch nur einen Marktplatz. Nichts anderes. Und da finde ich ein bisschen arm, muss ich sagen. Finde ich so ein bisschen doof. Also ich hätte schon gerne... Ach nee, hier ist noch ein Marktplatz, okay. Ich hätte schon gerne wieder so dieses Uralt-Feeling zurück. Ich meine, hier sind wir auch relativ schnell im Plus, beziehungsweise wieder Minus, beziehungsweise danach auch ganz schnell wieder im Plus. Und dann aber auch richtig im Plus. Aber wie gesagt, ich hätte schon gerne tatsächlich, wieso dieses Ur-Anno halt gewesen ist. Das fände ich, glaube ich, ein bisschen geiler. Aber rein von der Grafik her, ohne Witz, das ist mega. Es ist echt mega, wie das hier aussieht. Geh mal weg hier. Geh weg, geh mal Bier holen. These are good times. Could they be even the truest work of art is but a shadow of its friend. Halt die Klappe. Ship constructed. Danke. Kann es mal gut sein. Hard work's paying. Admiral. Admiral! With a lark this morning, I was. Schön. So, was hat jetzt hier? Hope you're feeling resourceful. Just like old times. Okay. Our city is noteworthy enough to attract its first visitors. We must be sure to make all the necessary arrangements. Oh. Okay. Schiff ist weg. Pfeifen. Build a public mooring. Open doors. Ach, was ist das denn? Gasthof zur Einde. Auf der einen Seite, das ist ja geil. Auf der einen Seite ist es hier, weiß ich, schwedisch oder norwegisch oder so. Und auf der anderen Seite deutsch? Wie cool. Man muss sich die Gebäude wirklich einfach mal angucken vom Nahen, ey. Ohne Witz. Da sind manchmal so richtig unentdeckt geile Dinger drauf. Ist wirklich so. Es ist echt so. Jorgensen und Son. Jorgensen. Scheint irgendein Sponsor zu sein, ne? Jorgensen? Was ist das? Barbershop steht da drauf, okay. So, du kannst hier auch schon mal hochgehen. Sehr schön. Kann man den Marktplatz auch leveln? Nee, kann man nicht. Den Pub meine ich. Kann man den Marktplatz hier auch leveln? Nee, ne? Schade. Oh, I'm always busy, Duck. The field don't tend itself. Ja, Klappe. Eine Schule, eine Schule.
don't even mind the neighbors. Das hier ist kein Schrott, das sind Schweine. Die Schweine brauche ich zum einen, um Wurst zu machen und zum anderen, Seife zu machen. Dafür brauchen wir Schweine. Wegen dem Schweinefell, wegen den Schwarten. Game save. Painflits Pickett's healthy on his protest. If some silver spoon stiffs want to deny us that, we'll take them shiny spoons and shove them. Sorry, that's as low as I go, love. Open doors. That fish pie smells gurtless. Flowers for the lady. Ach so. Später. That blooming turnip was this... Später in der Fertigversion mache ich das mal. Okay, also ich denke, wir werden nicht weiterkommen mehr, weil hier ist, glaube ich, Schluss in der Beta. Deswegen Sugarcane. Man braucht eben Sugarcane Fertility und das haben wir hier nicht. Ich habe jetzt diese Karte hier abgeguckt, abgegraben. Irgendwann bist du wirklich am Ende. Man könnte jetzt noch wirklich weitermachen und mal irgendeinen Krieg vielleicht mal anfangen. Das könnte man noch tun. Wo wir gerade bei Krieg sind. Wo sind wir denn da? Ja, wo sind wir denn da? Call in the big guns. Everyone at the dock smiles and waves. No wonder. You must decide now if it's worth going back for. A fire broke out. Schön für das Feuer. Return this guide and bait the robbers. Ask the local authority to take it. Return and plunder the harbor. Überleben wir das? Sieht gut aus, ne? Wir machen mal ein Continue. So, Rescue Mission. It's not raining, unless it makes your head bleed. Wo muss man da hin? Wo war denn das? Schade. Ist sie immer noch am Zündeln? Oh, nö. Haben sie doch gut unter Kontrolle hier. Ja, liegt daran, dass sie nicht... Okay, liegt daran, dass sie nicht alles bekommen haben, was sie wollen. Don't even mind the neighbors. On our way. Wir machen das mal. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Also die haben ja gesagt, man soll ein schnelles, wendiges Schiff nehmen, ne? Damit wir hier durchfahren können. Und dann habe ich die Hoffnung, dass wir hier ordentlich drin ballern können. Mal sehen, ey. Mal sehen. So, da kommt er angeeiert. Okay. Das machen wir noch und dann ist für heute Schluss. So machen wir es einfach. Das kündige ich schon mal an. Ja, das mache ich schon mal. Mal gucken, da müsste gleich sein, müsste gleich in Sicht kommen auf jeden Fall. Da müsste hier da hinten irgendwo, da müsste der angeeiert kommen. Da, 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 da. Mal sehen. Bin ich echt mal gespannt. Huiuiui. Guck, da ist er schon. Huiuiui. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich eine rechtzeitig zum Stoppen bewegen kann. On our way.
Und dass wir vielleicht dann auch relativ fix hier durchkommen können. Was ist bis jetzt da oder nicht? Neptuno. Coordinates plotted. So, fahr mit Gott, aber fahr. On our way. Game saved. We'll tack there in no time. Coordinates plotted. Should I scrub that mark from your name? On our way. Was können wir hier machen? Admiral! Ah. Admiral! Was macht der denn hier? Hör, ist der doof? Coordinates plotted. Coordinates plotted. Fahren wir hier an der Seite lang. Bist du doof? Steersman. On our way. On our way. Ich hab da so ein ungutes Gefühl, wa? We'll tack there in no time. Coordinates plotted. Na, kriegen wir es hin? Sind wir schneller? Hui! On our way. We'll tack there in no time. Sails. Hoho, Alter, nicht schlecht. So, jetzt ist die Frage, was muss ich denn hier machen? On our way. We'll tack there in no time. We'll tack there in no time. Wieso will der denn immer weg? Hä? Coordinates plotted. Okay. Oder fährt er von selbst dahin? Das wäre natürlich jetzt komisch. In der Tat. Target place. Okay, er wurde offensichtlich nicht von den Patrouillenschiffen erwischt. Okay. Hier ist halt nur die Frage, hier werden wir doch bestimmt geballert bis zum geht nicht mehr. Ach, ich weiß es nicht. Also ich weiß zwar nicht, was mein Sohn da macht, aber er macht irgendwas. Ich habe schon wieder verworfene Frames. Keine Ahnung warum. Oder es liegt wirklich an der Bandbreite jetzt. Ich weiß es nicht. Ach, ich weiß es nicht. Ich hoffe, das funktioniert bei euch so einigermaßen. Verdammt, Mann. Jo. Ingo! 5 Monate in Folge. Dankeschön, mein Freund. Abonniert auf Stufe 1, abonniert schon 5 Monate aktuell im 5. Monat. Hast du nochmal nachabonniert? Das heißt, du bist jetzt 6 Monate? Alter, Ingo. Ingo Lingo. Danke, Mann. Ceasefire has ended. So, Alter, was ist jetzt? Kommst du hier langsam mal angefahren oder nicht? Ja, das habe ich gesehen, Ingo. Das finde ich voll gut. Das habe ich voll gesehen, ey. Das habe ich voll gesehen. Ich sehe ja, wenn meine Subscriber alle im Discord sind. Die sind ja alle extra gemarkert.
on our way. Und jetzt? We'll tack there in no time. Sails. Ja, toll. We have taken to calling you the master, among many other complimentary ja, monikers. Du mich auch, du blöder Zeitungsfritze. Aber warum? It's important das war's? To be true to oneself. Offensichtlich. Let's extend the old telescope. Okay, es ist etwas kurios. Gut, dann geht's nach Hause. Ganz andere Kiste. Game saved. We'll tack there in no time. Dann sollen sie nach Hause fahren. Also das ist mir gerade im Moment so ein bisschen suspekt, warum er das nicht gemacht hat. Ich weiß es nicht. Echt merkwürdig, Leute. Echt merkwürdig. Echt merkwürdig. Aber so wirklich. Okay, pass auf, dann lassen wir ihn nach Hause fahren. Ich würde sagen, wir machen hier heute dezent Feierabend, weil ich muss mich auch an den Gedanken gewöhnen, diese Woche wieder arbeiten zu gehen. Und das ist nicht leicht, ehrlich. Das ist nicht leicht, ehrlich. Also muss ich mal so wirklich sagen. Es ist nicht leicht. Nein, ich muss auch noch Minecraft für morgen aufnehmen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin, dass ich das machen kann. Ich habe auch ein paar Kommentare gesehen, die ich noch nicht gelesen habe. Deswegen, ich würde, glaube ich, vorschlagen, wir lassen. So. Ich glaube, das ist ganz cool. Wir lassen Anno jetzt mal so noch mal auf uns wirken. Nein. So, so lassen wir uns Anno einfach nochmal auf uns wirken, denn die Beta ist heute Nacht tatsächlich vorbei. Sollte eigentlich heute Abend schon vorbei sein? Ich find's auch zum Kotzen, ja. Ist so, ich find's auch zum... Ich würd's ja gerne weiterspielen, ich würd's auch gerne richtig spielen. Aus irgendwelchen Gründen habe ich nicht die Möglichkeiten, an Zuckerrohr zu kommen. Ich kann mir vorstellen, dass es da Beta-Geschichte ist, dass sie gesagt haben, okay, bis hierhin kannst du spielen und nicht weiter. Geht erst in der Vollversion. Möchte ich es nicht beschreien. Fehler habe ich so im Sinne kaum welche gefunden, tatsächlich. Muss ich auch sagen. Ich habe einen Fehler gefunden, da konntest du einen Text nicht lesen. Der war quasi übereinander geschrieben. 4 Zeilen Text übereinander. Da konntest du dann die Mission sozusagen nicht erkennen, was das war. Ansonsten habe ich persönlich für meinen Bereich nichts weiter gefunden, was ich bemängeln könnte. Außer, dass er dann irgendwann Perform-Einbußen hatte, obwohl ich nur auf 1000 Pixel, also 1080 Pixel Full-HD spiele. Leute, dann würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen. Wünsche euch allen einen schönen Montagabend. Morgen Abend kündige ich hiermit schon mal an, wird Minecraft gestreamt. Das machen wir. Ja, das machen wir einfach mal. Morgen am Minecraft, gleiche Stelle, gleiche Welle. 20:30 geht's los. Morgen aber wirklich. Und ich wünsche allen einen guten Abend. Allen eine gute Nacht. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Subs. Danke für die Hostings. Danke für, dass ihr da seid. Ich danke meiner Mutter, ich danke meinem Papa, ich danke meiner Frau, ganz besonders meiner Frau. Grüße gehen raus. Und ich danke meinem Sohnemann. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Bis hoffentlich morgen. Tschüssing!